Warentransportversicherung anhand eines Beispiels erklärt. Eine Firma will eine Maschine nach Spanien verkaufen und beauftragt deshalb einen Spediteur mit der Organisation des Transportes. Die Maschine wird dem Frechter übergeben und soll nach Barcelona transportiert werden. In Frankreich ereignet sich plötzlich ein Transportmittelunfall. Die Maschine erleidet durch den Unfall einen Totalschaden. Wer kommt für den Schaden auf? Aufgrund der im Kaufvertrag vereinbarten Incoterm DAP Barcelona trägt der Verkäufer bis zum benannten Bestimmungsort alle Gefahren des Verlusts und der Beschädigung der Ware. Doch der Verkäufer hat Glück. Er hat bei der Grave eine Warentransportversicherung abgeschlossen. Als Versicherungssumme hat er den Verkaufswert laut Rechnung angegeben und erhält diesen somit in voller Höhe zurück. Nach Entschädigungszahlung prüft die Grave gegebenenfalls, ob der Schaden beim Spediteur eingefordert werden kann. Dies nennt man Regress. Die Grave Transportversicherung bietet somit umfassenden Schutz bei weltweiten Transporten.